Ich will es eigentlich nicht machen, ey. Okay, aber ich habe gesagt, ich mach's. Was wir uns jetzt angucken werden, ich hoffe, ihr habt irgendwie irgendwelche Herztropfen oder irgendwas zu Hause. Wir gucken uns jetzt ein Video an, was schlimmer ist als jede Cringe-Compilation, glaube ich. Zwar habe ich ja 2013 mit Counter-Strike-Videos auf meinem englischen Kanal angefangen. Auf dem kommt ja jetzt schon seit längerer Zeit nichts mehr, weil ich voll Fokus auf die deutschen Sachen habe, weil das mir mehr Spaß macht. Das Video habe ich, ich kann gucken, erstellt am 12. Juli 2013, da war ich gerade 20 Jahre alt frisch und hatte zu dem Zeitpunkt vielleicht so 10 Videos auf dem englischen Kanal, wo ich primär irgendwelche Sachen gezeigt habe, aber immer ohne Stimme. Das waren dann irgendwelche mit Musik hinterlegten Videos, wo ich dann Text eingeblendet habe und Sachen erklärt habe. Dann wollte ich aber den nächsten Step wagen und dachte mir, ich probiere mal ein Video mit Voice-Over zu machen. Und ich dachte mir, zum Einstieg wäre es doch ganz cool, wenn man einen Overwatch macht, da ich zu dem Zeitpunkt gerade meine 150 Matchmaking Wings hatte. Da habe ich dann 4 Monate CS gezockt. Ich habe März 2013 angefangen, das war der 12. Juli, da hatte ich gerade meine 150 Wins und war freigeschaltet fürs CSGO Overwatch. Und da habe ich eins gemacht, in englischer Sprache. Das kam sogar gut an, damals. Aber ich habe es dann irgendwann 1,5 oder 2 Jahre später gelöscht, weil es too much war. So, wir analysieren vielleicht erstmal. 2013 hat CSGO NiP Defeat Navi 3:2 to win SLTV Star Series 6. Das war noch zu der goldenen Zeit von NiP, wo die alles gewonnen haben. Das war schon krank, dass Navi da überhaupt 2 Maps geholt hat. Ich habe präsentiert den Legendary Eagle mit 353 Wins. Alle Achievements auf Gold, ohne goldene Echse nochmal an der Stelle angemerkt. Alles clean, mit zum Teil von mir selbst gebauten Achievement-Maps. Zu der Zeit lief die Operation Payback zu einem Sonderpreis von 79 Cent statt 5,49. Und man konnte Livestreams gucken. Curse, Anger, Isaiah, Pax. Und wie ihr seht, Overwatch damals noch in der Beta hier oben. Ich hatte 3 Wins über Freischaltung und ich dachte mir, jetzt für den englischen Kanal, probierst es einfach mal, du gehst den nächsten Schritt und machst einen Overwatch. Zu dem Zeitpunkt hatte ich noch ein Logitech G35 Headset, meine ich, war das. Ich will kurz nachgucken. Ja, das war's. Ich glaube, das war mein damaliges Headset. Ist mir 2-mal kaputt gegangen, war ich sehr tilt drüber. 2-mal hier irgendwie abgebrochen, habe ich dann nachbestellt, sonst war ich zufrieden. Dementsprechend die Qualität nicht so geil. Es rauscht. Ich bin sehr leise. Ich war sehr aufgeregt. Erste Video auf Englisch, nachdem ich 1,5 Jahre nicht mehr Englisch gesprochen habe, wegen Schulenglisch. Ja. Hi guys, I'm Trill and I just got a member of the CSGO Overwatch Beta, as you can see in my main menu here. I got that little section above telling me that I have a pending case that I can view now. Aber ich muss früher oder später die Facecam aufbauen, das ist zu krank, Alter. To be completely honest with you, I already viewed about 4 cases, but those were all pretty clear. The players were definitely not cheating in those ones. And I even think that Wolf gives you some clear cases to start with. Wer gibt dir free cases to start with? And I even think that Wolf... Wolf. Damals hat CSGO noch Wolf gehört. ...gives you some clear cases to start with, because another player might potentially lose his game because of your decision. Ja. So they first need to make sure that you are competent enough to become a member of Overwatch. So läuft das im Overwatch. Die gucken erstmal, die geben euch irgendwelche Müllcases, um zu gucken, ob ihr richtig taub seid, ob ihr Röder seid. Und wenn ihr die 4 richtigen Cases habt, dann kriegt ihr die frechen Cheater. Jedenfalls dachte ich das damals so. Ob es wirklich so ist oder war, keine Ahnung. Mittlerweile kriegt jeder absolute Spinbotter. 2020. Aber damals war es wirklich so, dass jeder dritte Overwatch-Case, wenn überhaupt, ein Cheater war. Und die waren meistens sogar noch relativ legit unterwegs. Let's go ahead with the new demo now. As you can Let's see go ahead. Left, I got the download button here, which will download a demo with 8 random rounds of your suspected player. This might take a while, depending on your internet connection, but it works. Ich erkläre, dass es dauern kann, weil man vielleicht schlechtes Internet hat. Junge, das hatte damals, glaube ich, 200 Likes und nur 3 Dislikes oder so. Ich erkläre einfach, dass es dauern kann, wenn du scheiß Internet hast. Und damals hatte fast keiner Overwatch. Ich war einer der ersten Leute, die, glaube ich, Overwatch hatten. Also es war damals wirklich was Krasses. Die YouTube-Comments waren alle nur, oh mein Gott, du hast schon Overwatch, Alter, du hast schon 150 Wins. Legendary Eagle, krass, Alter. Du hast einfach Overwatch. Du bist einer von den... Du gehörst zur Elite. Looks pretty fast and fine for me. After that, you can see that your button turned green and you simply click it to start up the demo. Das Rauschen im Hintergrund, Alter. Ich wusste auch nicht, wie man irgendwie eine Voice Deduction. The first after your demo is loaded is that the suspected player got the name the suspect now. All the other competing players got different names too. Your demo will normally start in the warm-up session and we'll see if we find anything suspicious about this player. Meine Fresse. Also es war halt mehr auch so ein Tutorial, wo ich mal für die Leute, die es nicht raffen, erkläre, was ein Overwatch ist. Mittlerweile weiß es ja jeder, aber ich glaube, ich war wirklich einer der ersten 3 Leute, die auf YouTube überhaupt einen Overwatch-Case gemacht haben.
Well, for now, I don't see anything too obvious. I don't see any crosshair shaking or obvious wall hack action. Ja. But as this is only the warm-up, we'll surely go ahead and keep watching. Mhm. Da wollte ich einen auf Ami machen. Nicht keep watching, sondern keep watching. Well, I still don't see anything that is suspicious about this guy. Das war shady. What the fuck? Der hat durch die Wand gedrückt. Hä? Man, that might be the fifth demo in a row where I don't... Hä, der doch komplett durch die Wände gelockt. Ich weiß gerade wirklich nicht mehr, ob der anhat oder nicht. We'll keep watching. This is only the warm-up. Ja, der hat doch jetzt zweimal durch die Wände da gelockt, oder nicht? Start their hacks when the match actually starts. So this player decides to buy a deagle. And... Whoa, what the heck was that? Did you see how the crosshair... Aua, es tut weh! Aua, was ist das für eine Reaktion? Whoa, what the heck was that? Whoa, what the heck? Aua, es tut weh, Alter! Will nicht dabei gesehen werden. So I think we might actually have a cheater. Yeah. Look at this guy. He just aims through the wall and you can see the crosshair shake. I think he might have some kind of hotkey when the crosshair just jumps on the nearest player. As you could see right there. Ich will es nicht sehen. Man, this could become interesting, guys. Was haben die Leute damals gefeiert, Alter? I think you might actually not be able to see my crosshair because I got a very small crosshair in CSGO. What? So you might want to turn the video on full screen now. Das pinke Crosshair. We'll see what he does. Das ist dreimal so groß wie mein jetziges. Buys an AK-47 in the second round, which is a pretty unusual decision. Ja, und ich habe damals auch CSGO gesagt und nicht Global Elite, sondern Global Elite. Aber zum Glück glaube ich nicht in dem Video. Until the third or at least fourth round, before you buy anything like that. So the players decide to rush long on B here. Let's see what he does. Oh my god, that is so obvious. I think that's gonna be fun to watch, guys. Ja, mega. This guy definitely uses a wall hack. Ja. Definitely. Oh my god, look at that. He just aimed through this thick wall onto that guy on A there. That is so Was? Obvious. Hä? Da kann ich mich überhaupt nicht mehr erinnern. Mirage Mitte Window hatte mal so einen Querbalken? Da kann ich mich überhaupt nicht dran erinnern. What the fuck? Das weiß ich überhaupt nicht mehr. War so lange her, dass ich... Also, hätte mir das einer gezeigt, in so einem Spiel, wo man sagen muss, gab's das jemals auf der Map oder nicht? Ich hätte gesagt, nein, what the fuck? Gab doch niemals einen Balken in Mirage-Mitte-Fenster. What the hell? That is so obvious. So obvious. Oh, guck mal, da, auch noch anders. See if he actually manages to kill that guy now. Auch nicht neues Geld, einfach durchlaufen lassen das Mikrofon. Moment. Da gab's auch noch keine Skins übrigens, ne? Also nicht sagen jetzt irgendwie, nicht, der hat auch keine Skins. Da gab's noch keine Skins in Counter-Strike. Going to rush carpet on A here, I think. Let's see what he does. Lockt wahrscheinlich instant auf Shark. Man. That is so obvious. Alter Schwede. That was such a rare position where that city just was. Da war ich auch noch Jungfrau übrigens, ne? Let's see what he does next. Shooting on wall. No problem. Kann doch völlig nachvollziehen, warum. Actually getting the kill. Man. That second one through the wood there. Man, I could already give my judgment on that. This guy doesn't even try to cover his aimbot. And er versucht es nicht mal. So offensichtlich. I'm pretty sure he also has a aimbot because you can see his crosshair jumps sometimes. Ja, jetzt like right there. Right he there. Must have some kind of hotkey where the crosshair jumps on the closest player. Yeah, there you could see it again and there also. Aber solche Loks siehst du heute gar nicht mehr, oder? Also sowas habe ich 1000 Jahre lang nicht mehr gesehen. Sowas haben die Hacks heute nicht mehr. Dass das Crosshair einfach durch die Wand auf dem Model klebt. So, the next round, come and carpet again. Das habe ich bestimmt 3 Jahre nicht mehr gesehen. CDs might actually be able to predict him now, as he did this for the last 4 rounds. But of course, that's easy to say for me when I watched that demo, and these poor guys have to play against him. Diese Low-Nades da, ey. Das ist aber wie heute. Das sind alles solche kompletten Bots mit Hacks. Oh man, I thought I might have a close case here, when I watched that warm-up session. Ja, also beim Warm-up war auch noch nicht offensichtlich, dass er hat. Er lockt 4-mal durch die Wand. Well, you can't even tell, really. Konnte ich am Anfang auch nicht tellen.
Clean durch die Wand, seht ihr rein. Im Warm-up. His crosshair is shaking like crazy. I'm pretty sure we'll see it again right here. Aiming through wall, yeah. There you could see his crosshair shake. And lol. Oh man. Oh man, still ey. Gets taken out by the CDs. Gut, das hatte 99% Like zu Dislike Ratio. Wenn du sowas heute hochlädst, bist du tot auf YouTube. Die zerfleischen dich in der Kommentarsektion, die Leute. Eats that flashbang. Right in his face. It's a lock. Oh yeah, man. Look at that guy. Ich will noch einen Oh man hören. I'm pretty sure I don't need to convince anyone from you guys watching anymore. Ah doch, also Fibu hat noch einmal gesagt, der ist clean. This demo goes on for 2 more rounds now, I think. And we'll watch it until the end. Ich glaube, Overwatch war damals auch immer consecutive rounds. Also wenn es ein Warm-up anfängt, sind es immer die ersten acht gewesen. Again. Oh, that CT actually managed to sneak away. Mhm. Jetzt saß er bei meinen Eltern, auch im Elternhaus und hatte Angst, ihn nachts wach zu machen, Alter. Wahrscheinlich Angst, dass mich irgendwer Englisch reden hört. What the heck? This is ridiculous. Look at that. He's testing his hotkey in the match. Das ist aber echt lächerlich, oder? Oh my god. Your hack is working, bro. No need to test it anymore. Alter. Wie habe ich mit dem Kanal 730.000 Abonnenten gefarmt? Wie? Oh, and he actually tried to play a bit legit right there, checking a corner where there's no enemy player. Nice try, dude. Dude. And we go into the last round. F ist jetzt. As we see him standing AFK in the terrorist base. Wahrscheinlich sage ich jetzt, dass er sich die Settings fertig macht. Maybe editing his hex settings. Ja, ja, but I could be wrong about that. Ja, eindeutig in den Settings ist er. There he goes. Probably coming carpet again. Yep. And there's a CT waiting for him. He might have hurt him as he runs away. But I think he's not fast enough. Nope. That kid gets to kill him. And he even gets the last kill. So that's the end of the demo, guys. I've got to decide if I found any aim assistance like automated targeting or aimbotting right now. Yeah. Pretty sure I did, so I'm gonna mark the evident beyond a reasonable doubt button. Sehr gut. Did I find any vision assistance like wallhacking? Ja. Very sure about that as well. Gonna click the same button again. Ganz klar. Did he use any other external assistance like speed hacking or upside down views? Did not see anything like that, so I'm gonna click insufficient evidence. And last but not least, did he grief his teammates by team flashing or team killing? Nope, he did not, so I'm gonna click insufficient evidence again. Sehr gut. So now vollkommen I richtig. Need to send it to Valve by pressing the submit verdict button. Auf zu Valve damit. I'm done with this demo. So guys, that's pretty much all there is to Overwatch. If you liked that video, please hit the like button and please leave a comment in the comment section below and tell me if you want to see more videos like that. And I guess I'll see you then. Ja, man sieht sich dann, wenn ich mal wieder ein Overwatch von Valve bekomme. Das war mein allererstes Video mit VoiceOver. Sommer 2013. Ich glaube, ich werde es einfach mal random nochmal re-uploaden auf dem englischen Kanal. Da kommt ja eh nichts mehr. Lade es einfach hoch, aus dem Nichts. Mehr als sieben Jahre später. Einfach so, als wäre es ein neuer, frischer Upload. Ich sage einfach gar nichts dazu. Ich lade es einfach nur hoch. Mal gucken, was die Leute sagen. Damals 99% Like-zu-Dislike-Ratio. Mal gucken, was es heute bekommt. Ich sage, 50% Dislikes drücken die mehr rein, die Leute, glaube ich. 2013 war das aber okay. Ja, 2013, da hat halt noch kein Schwein Videos gemacht zu CS. Als ich angefangen habe mit YouTube-Videos, da waren die größten CS-Kanäle der von Sparkles, Hatten Games und 3Klicks Philipp. Am besten haben die mir gefallen von 3Klicks Philipp und Hatten Games. Und wegen denen habe ich dann auch selber angefangen, Videos zu machen, weil mir die Tutorials gefallen haben. Und da hatte Sparkles mit Abstand den größten Kanal mit 40.000 Abonnenten, weil der durch CSS und seine Movies da schon mega viele hatte. Und ich glaube, die nächstmeisten hatte 3Klicks Philipp mit 7.000 und Hatten Games hatte 4.000. Da gab es kaum Leute, die das gemacht haben. Da war es krank, wenn du überhaupt solche Videos gefunden hast. Da hatte ich kein Intro, da hatte ich kein Outro, ich hatte nichts. Ich hatte kein Mikrofon, ich hatte keine Rauschunterdrückung und die Leute haben es trotzdem gefeiert. Überleg mir mal, ob ich das wirklich einfach hochlade. Ich meine, auf dem Kanal kommt halt eh nichts mehr. Why not?